Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 9. Wir befinden uns hier mit Lilly Steiner und Markus vor Treno und wir haben den letzten Part hauptsächlich mit den dreien verbracht, indem wir bis zu diesem Punkt gelangt sind, über die Standseilbahn und haben dann auch noch einen schwarzen Tenor, den dritten Tenor, nochmal besiegt oder endgültig besiegt, haben dann nochmal einen kleinen Abstecher nach Dali gemacht, haben im Wald noch ein Event ausgelöst, wir haben zwei Phantome gefunden, die haben Jadesteine von uns bekommen. Ich habe auch noch das zweite Event versucht auszulösen, habe ich nicht geschafft, ich werde es aber nicht nochmal am Anfang des Parts versuchen, sondern irgendwann später hier hoffentlich in dem Part. Und ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, ob wir die anderen vier diesen Part nochmal... Wie oft kann man eigentlich Part sagen? Oh mein Gott, bin ich jetzt erschrocken wegen diesem Luftschiff. Hilfe. Ob wir die anderen in diesem Teil auch nochmal sehen werden. Oder ob wir komplett mit den dreien hier unsere Zeit verbringen werden. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Zack. Schön. Och, guck mal, wie förmlich sie angezogen sind. Und hier vorne der übelste Schlucker. Geil. Prinzessin, dies hier ist die Stadt der Adligen, Treno. Als erstes müssen wir irgendwie in Erfahrung bringen, in wessen Besitz sich wohl die Silbernadel befinden könnte. Aber in Treno treiben sich nicht nur Adlige rum und so. Wenn es Nacht wird, dann kommt das Diebesvolk zum Vorschein und so. Es ist eine Schande, dass Parasiten wie deinesgleichen den Ruf dieser prunkvollen Stadt so in den Schmutz ziehen. Das diskutieren wir ein andermal aus, aber zunächst steig ich mal in so eine schicke Villa ein und schnapp mir die Silbernadel und so. Einsteigen? Schnappen? Wenn ich das schon höre... Ach so, das... Quatsch, das sagte der Steiner. Einsteigen, schnappen, wenn ich das schon höre. Ich würde sagen, der Marcus ist ein echt guter Sidan-Ersatz, also wirklich. Könnten Brüder sein. Kerl. Er nennt ihn auch Kerl. Nur über meine Leiche lasse ich dich deinem schändlichen Tagewerk nachgehen. Aha, dann möge der Herr Ritter doch bitte so gut sein und mir erklären, wie wir sonst an die Silbernadel rankommen wollen und so. Schweig, Kerl. Eines ist schon mal sicher. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass du sie einfach so stiehlst, verstanden? Ihr habt euch doch mir angeschlossen. Wenn ihr meine Methoden nicht passen, dann mach dich doch vom Acker und so. Und weg war Lilly. Tja, Steiner, toller Beschützer. Jetzt schlägt es aber 13. Und was verdrehst du überhaupt die Tatsachen? So, schließlich. Ach Gott, das war jetzt komisch betont, aber egal. Und tschüss. Markus hat's auch bemerkt. Warte gefälligst, ich bin noch nicht fertig mit dir, Kerl. Nicht ich, sondern sie und so. Wer, was redest du da? Willst du etwa vom Thema ablenken, Kerl? Prinzessin, es tut mir sehr leid, aber es ist absolut unter meiner Würde mit Gesindel wie dem da gemeinsame Sache. Prinzessin? Schon wieder? Jep. Ich bin nun schon seit 18 Jahren Ritter. Warum werde ich Hauptmann der Pluto-Truppe nur auf so eine harte Probe gestellt? Aber Moment mal, wem verdanke ich denn das alles? Dir und dem Rest deiner verdammten Tantalus-Bande? Der ist auch weg mittlerweile. Weg. Alle beide weg. Tja, stehst jetzt ein bisschen doof da. Aber ich will kein Ritter sein, wenn ich mich von so etwas aus der Fassung bringen lasse. Zuerst muss ich die Prinzessin finden. Okay, wir steuern Steiner und wir haben ein Active Time Event. Spezialität, Ambitionen. Wir machen mal Spezialität als erstes. Stehen geblieben. Ein Dieb? Es gibt... Okay, der hat uns gerade was geklaut. Mein Geld. Man hätte, glaube ich, noch kurz was drücken können, aber das war so schnell weg. Lilly wurden 1000 Geld gestohlen. Das holen wir uns wieder. Wahr sein. So. Okay. Ich habe mir wieder meine Liste bereitgelegt mit den verschiedenen Stimmen, damit ich es ein bisschen dynamischer machen kann. Oho, was macht denn ein so feiner Ritter wie du in so einem Sündenpfuhl wie Treno? Hat der Augen? Ja, der war gerade so geschlossen, das sah so komisch aus. Kartenspielen werden wir heute auf jeden Fall auch einmal. Ich habe mir die Regeln auch nochmal genauer angeguckt. So, im Brunnen liegen ein paar 10 Gilmünzen, auch eine hineinwerfen. Gut, das machen wir jetzt, ich glaube, 12 Mal, wenn ich mich richtig erinnere. 3, 4,
Es ist nicht spannend, ich weiß. Ja, auf jeden Fall, Kartenspielen steht auf meiner Liste. Ich habe auch überlegt, falls wir doch bei den anderen Vieren nochmal rauskommen sollten in diesem Teil, ob ich auch nochmal fix zu den Mokris zurückrenne und die Kupo-Nuss abgebe. Müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, würde ich das mit dem Wald nochmal versuchen, aber das machen wir nicht bei dem Wald, sondern vielleicht nochmal bei einem anderen. So, haben wir es bald geschafft? Gemini, genau. So. Soll man auch mal wissen, aber gut, wenn man manchmal was machen kann in JRPGs und man es mehrfach machen kann und es bringt nichts, ist oft ein Indikator dafür, dass man es ganz, ganz oft machen sollte. So, wertvolles. Gemini. Am Flussufer überlegte Gemini, von hier singe ich mein Lied. Nicht wissend, wo du bist, hoffe ich, dass du mein Lied erhörst. Oh, das ist mein Sternzeichen. Das passt doch zu mir. So, dann reden wir mal mit euch beiden. Und, was sagst du, ist das nicht eine herrlich klare Sternennacht? Wirklich traumhaft. Aber ist es nicht gefährlich, sich noch zu spät in dieser Gegend hier aufzuhalten? Aber du hast ja mich, um dich zu beschützen. Na, wenn du genauso einen guten Job machst wie Steiner, würde ich mich schnell vom Acker machen. Wir gehen mal nach links, vielleicht erstmal Lilly verfolgen? Ja, oder erstmal nach rechts? Ah, ich bin so unentschlossen. Erstmal nach rechts, prinzipiell, weil ich mir vorstellen könnte, dass man eher bei der Lilly was auslöst. Oh nein, die Ambitionen sind jetzt weg. Okay, mal Verlegenheit. Ah, ich hätte doch erst nach links gehen müssen wahrscheinlich. Irgendwie eine ziemlich gefährliche Stadt. Aber ich muss so schnell wie möglich in den Besitz der Silbernadel gelangen und dann irgendeinen Weg finden, wieder nach Alexandria zurück zu... Da willst du nicht lang gehen, Lilly. Ich glaube, der rülpst oder kotzt auch. Nun ja, hier vielleicht? Nein, das lasse ich lieber sein. Dort ist sie auch ganz bestimmt nicht. Genau. Ah. Entschuldigt vielmals. Ihr wüsstet nicht zufällig, wo ich in dieser Stadt einen Gegenstand namens Silbernadel... Silberhochzeit? Ach, weißt du, mein Kind, die hätte ich bald feiern können, wenn mein armes kleines Frauchen nicht vor 3 Jahren gestorben wäre. Nein, ich meinte eigentlich diesen Gegenstand, von dem man sagt, er würde jede Form der Versteinerung aufheben können. Aber, mein Kleines, willst du mir etwa unterstellen, ich hätte Verkalkung? Das ist aber gar nicht nett von dir. Ich bin zwar vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber immer noch fit im Schritt. Das wollten wir ehrlich gesagt nicht von dir hören, aber danke. Vielen Dank für eure wertvolle Zeit. Da warst du aber noch sehr höflich. Ich bin noch voll auf der Höhe. Wir könnten ja mal ein Trinken gehen. Ey, du perverses Schwein, die will nicht. Die will kein Daddy. Oh ja, Grandpa, Granny. Was ist eigentlich das? Von dieser Grandma, Granny und... Ist das eine Abkürzung? Ich will jetzt mal kurz nach links gehen und gucken, ob wir diese Ambitionen jetzt noch sehen können. Das ist ja komisch. Wahrscheinlich kann man immer nur eins sich aussuchen, ne? Na egal, guck mal, Reunion. Und Meister, die Sache... Ach Quatsch, ist... Ach doch, nee. Und Meister, die Sache. Geht sie voran? Schmieriger Kneipenwirt. Hey, was ist los? Kein Dunst, wovon du sprichst, hä? Nanu? Ach so, du bist's, Marcus. Dass ich deine bärtige Fresse aber auch nicht gleich erkannt habe, hehe. Sehr schöner Umgangston. Ja, hab dich auch vermisst und so. Also wegen dieser Sache, da gehst du mal runter und erkundigst dich persönlich. Was haben wir denn da? Ach, hallo, Hachi, bist ganz schön auf der Celtic Park. Oh Gott, dich hatte ich, glaube ich, Du kommst spät. Ich wurde aufgehalten, außerdem bin ich ein bisschen fertig und so. Was denn, faule Ausreden? Ist man von dir ja gar nicht gewöhnt und so. Haha. Nun sag schon, hast du rausgefunden, wo sich die Silbernadel befindet und so? Na klar, in der Villa irgendeines Geldsacks eben. Heute Nacht fährst du mit dem Boot hin und schleichst dich da rein. Du kannst dich auf mich verlassen. Überlass die Sache mit Blank einfach mir und so. Ich weiß, alleine schaffst du das sicher, aber ich gebe dir noch 2 Gepäckstücke. Ich habe gerade Gepäckstute gelesen. Oh Gott, ich bin so bescheuert. Gepäckstücke. Okay, jetzt gehe ich nochmal...
links wieder? Vielleicht... Warte. Mhm. Keine Ahnung. Entwischt. Etwas zu freudig gesagt. Die Tür zu diesem Turm hier ist immer verschlossen. Ich sage dir, da drin geht was vor sich. Die ganze Sache ist mir nicht ganz geheuer. Ach so, da geht's lang. Trieldolch, haben wir schon, ne? Okay, na, wenn es die Lilly doch nach rechts gegangen ist, dann kann ich ja doch nach links erstmal gehen. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob man die anderen ATEs noch nachholen kann. Resistenz, aber wo ist die Ambition? 600 Gil, 700 Gil. Oh, das hier ist also ein Auktionshaus. Na, wenn das so ist, dann komme ich vielleicht hier in den Besitz der Silbernadel. Hm? Im Augenblick steht das Gebot bei 2000 Gil. Ach, guck mal, da ist der Kuh, ja? Gönnst du dir ein bisschen schönen Abend, ha? Mir geht's ja gut. Lilly, du kennst den ja noch gar nicht. Gibt es etwas? Ich wüsste zwar nicht, was jemand wie du mit mir zu besprechen hätte, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Oh, jetzt ist die Person hier weg, die ja lang gelaufen ist. Ich gehe noch mal kurz wieder raus und lauf wieder rein. Dann läuft die Person jetzt hier bitte noch mal von oben nach unten. Genau. Abenteurer. In Treno findet man Items aus aller Herren Länder, weswegen hier auch viele mal einen Zwischenstopp einlegen, um sich auszurüsten. Verflixt, wenn mir das Teil durch die Lappen geht, dann... Okay, was für ein Teil? Ich will es wissen, sag es mir. Adliger Jugendlicher. Und wie mundet das Tässchen Tee in so einer lauen Sommernacht wie heute, noch dazu hier mit Ausblick auf das Kartenstadion? Wow, gut ausgedrückt. Wirklich ganz zauberhaft hier. Das nächste Mal komme ich aber in anderer Begleitung. Ach so, der Junge ist ja wohl zu jung, hä? Die Bedienung. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, aber wir haben nur Clubmitglieder Zutritt. Und wie werde ich Clubmitglied? Hm? Oh Gott, mal was machen. Kaffee Bleu, nur für Mitglieder. Kaffee Bleu eher, tschüss. Ich gehe erstmal hier rein. Ach, ist das nicht der Dieb? Mein Freund. Der vierarmige Günther, kennen wir den nicht aus? Was? Ist das nicht der, der uns Kartenspieler beigebracht hat? Der Seitenstraßen-Jack? Das sieht da, ist ja nur zufällig das die gleiche Figur. Kann ich etwas für dich tun? Hast du hier eine etwa 16-jährige liebreizend schöne Prinzessin, meine junge Dame vorbeikommen sehen? Ich habe überhaupt niemanden gesehen und schon gar nicht dieses süße junge Ding mit diesem hübschen langen Zopf. Okay, hast dich verraten. Wie meinen? Was hast du da gerade von dir gegeben? Nichts. Ich habe rein gar nichts gesagt. Ich bin dann vorhin ein bisschen gestolpert und da ist sie mir wohl rein zufällig, meine Hand in ihre Geldbörse gerutscht. Hehehe, Sachen gibt's. Oh oh. Aber hier, ich gebe dir den Kraftgürtel, den ich mir dafür gekauft habe. Hehe, ist doch riesig, oder? Oh Mann, tu einfach so, als hättest du mich nie getroffen. Na warte. Er hat zwar vier Arme, aber er läuft so, als hätte er auch noch vier Beine. Kraftgürtel, okay. Ich finde es zwar nicht gut, dass die Lilly beklaut wurde. Oh. Das ist, ja. Und Feuer. Feuer. Geil. Ja, ich würde sagen, es ist okay, dass sie beklaut wurde. Ah, was haben wir denn hier Feines? Lass mal gucken, ob irgendwas ist, bevor wir quatschen. Der Herr dieser Villa, Baron Bishop, besitzt großes Interesse in vielen Forschungsbereichen. Er unterstützt auch großzügig verschiedene Projekte. Er betreibt zudem noch eine Schmiede und lässt im Turm in der Nähe einen exzentrischen Wissenschaftler wohnen. Diese Reichen verstehe, wer will. Ja, echt mal. Oh, willkommen. Ah, ich überlege gerade, Aurora und Organic hatte ich doch mit Zidane schon fest, die Aurora habe ich sie dann gerade ausgerüstet, deswegen zeigt es nicht an. Organik habe ich, Baumwollkleid habe ich, Wüstenstiefel habe ich. Alstoris ist die Frage, hat das jemand von denen ausgerüstet? Die Katjuscha hat auf jeden Fall keiner, bin ich mir ganz sicher. Wallenring, den hat die... Latexhelm, ich guck mal kurz, was der Latexhelm bringt. Ist was für... Deine? Ach, das können wir auf jeden Fall herstellen. Gekauft. Nee.
So, einmal Katjuscha. Gibt es da nicht auch ein russisches Lied? Katjuscha. Egal. Den haben wir schon mit der Freya, ne? Ist das der, die Freya gewonnen hat? Ah, ist das der? Ist das der, den die Freya gewonnen hat? Zeigt sie ihn bei uns in der... Hier an? Naja, wahrscheinlich. Ja, sonst hättest du es jetzt angezeigt, ne? Ja, ich glaube, das war der. Dann kaufen wir jetzt nur noch den Goldschal. Und das lassen wir mal. Naja, ansonsten werden wir woanders auch nochmal bestimmt schmieden können. Was habe ich jetzt mir geholt? Eine Katjuscha, Goldschal, Autopotion, oh, und Shell. Das ist super. Was war denn jetzt die Katjuscha? Ist das was unser lieber Stainer? Nee. Okay, gut. Gucken wir mal später. Gut, naja, dann schauen wir mal weiter. Ich würde sagen, haben wir hier erstmal ein bisschen abgeräumt. Und dann gehen wir gleich mal rechts rum. Oder rechts oben rum. Mit hier haben wir schon gesprochen. Ist das nicht die wir gerade schon gesehen haben? Bist du auch hier, um der Baroness eine Stellatio zu bringen? Deine ist doch bestimmt eh nur eine Fälschung, oder? Sei besser auf der Hut. Der alten Vogeltante machst du nämlich nicht so leicht vor. Okay. Mächtig verdächtiger Kerl. Ich dachte, ich mach's mir leicht, hab mir selber so eine Stellatio zusammengemünzt, bin zu ihr hin und wollte mir eine hübsche Belohnung einstreichen, aber ich konnte gar nicht schauen, so schnell hatte mich die Butlerin wieder an die frische Luft gesetzt. Ja, Pech gehabt. Wurdest du nicht beraten von der vorher? Aha, also hier können wir die Stellatio abgeben. Schönen guten Tag. Seid ihr im Besitz von Stellatia, so zeigt sie bitte vor. Eure Mühe soll belohnt werden. Okay, dann geben wir das mal dir, was auch, wer auch immer du bist. Überleg gerade, ob wir die Spezies schon mal kennengelernt haben. Baroness Stella, wir sind auf der Suche nach den Stellatia, Sternensplittern, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Oh, ihr habt also die Scorpius Stellatio in eurem Besitz. Überlasst sie uns und ich werde euch reich belohnen. Na ja, nimm. Braucht ihr sowieso nicht. Oh, sehr vernünftig von euch. Wir danken für das Geschäft. Käfige dazu rumstehen. Jetzt kommt das in die Käfige rein. Nichts sollte im Käfig sein. Oh, ah ja. Eure Belohnung erhaltet ihr von unserer Dienerin. 1000 Gil. Cool. Wir haben noch mehr. Willst du noch mehr haben? Gemini, tschüss, Gemini. Tschüss, mein Sternzeichen. War so schön mit dir. Okay, es geht alles erstmal in die Ecke. Ja, das lese ich nicht nochmal vor. Phoenix Downey. Ja, also bitte. Aries. Also ich hätte was gerne was Besseres. Mindestens eine High Potion. Und? 2000 Geld. Okay, also wird es immer Geld geben und dann wieder irgendeinen Gegenstand. Okay. Gut. Ja, wir hatten was Echtes. Haha, tschüss. Dann gehen wir jetzt ganz nach unten. Moment. Hä? So. Naja, wir spielen dann schon noch Karten. Keine Angst. Oh, das sieht ja schön aus. Erinnert mich an das Opernhaus von Lies of P, wo ich gerade gewesen bin. Kartenverkäufer. Karten? Wer hat noch nicht? Wer braucht noch welche? Schaut auf jeden Fall mal bei mir rein, bevor es zum Turnier geht. Schaden tun sie ja nicht, ne? Ach so. Ich kann die jetzt unendlich kaufen. Rufen wir mal Vierer. Ich glaube, die 400 Geld, die können wir uns gönnen. Dies ist der gesellschaftliche Treffpunkt des Adels und auch eine Art Tempel für alle begeisterten Kartenspieler. Soll ich euch die Regeln erklären? Nee. Ich kann die doch jetzt. Lass besser die Finger davon, Papst, sonst pfeift Mutti dich bloß wieder zusammen. Pass auf, mein Junge. Heute gewinne ich aber garantiert und schnappe mir mindestens ein Dutzend neuer Karten. Ja, das sagen sie alle und dann sind sie übelst pleite. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das war mal lieber. Ach, jetzt sind wir hier, wo Lilly nicht lang wollte. Lass ein Kupo. Also in Mokri. Ist doch klasse hier in Treno. Die Bonzen hauen sich die Wampen voll in ihren schicken Villen und ich liege hier im Delirium auf der Straße.
Block, das heißt wahrscheinlich kotzen. Ich glaube, wenn wir hier nach unten gehen, kommen wir zu Marcus. Wo will ich denn hin? Ich will erstmal hier hin. Guck, mein Hund, die ist ja nicht süß. Ja, ja, als ich noch etwas jünger war, da ging immer ein andächtiges Raunen durch die Menge, wenn ich das Kartenstadion betrat. Was aber nicht heißen soll, ich wäre schon so alt. Naja, doch, ich glaube, du bist es. Mock, Michel. Wir sind ganz dicke Kumpels, Kupo. Das ist schön. Von Stilskin ist dein Brief gekommen, Kupo. Das interessiert dich doch auch, oder? Dann lass ihn uns schnell lesen. Von Stilskin an Morgmichel. Die Regenstadt Vomekia liegt in Trümmern und die Leute, die ich dort gesehen habe, sind in Richtung Westen zur Wüste Wubu aufgebrochen. Wubu? Nur, was wollen die dort bloß? Außer Sand gibt's da ja nicht viel. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich ihnen nicht folgen und die Sache ergründen würde. Du bist so mutig, Stilskin, so mutig. Die Wüste Wubu ist ja nicht gerade um die Ecke, Kupo, aber das ist typisch Stilskin, der hat keine Angst vor Entfernungen, Kupo. Hast du noch einen Brief, den ich mitnehmen soll? Nee. Gut, dann speichern wir mal und dann gehen wir erstmal dort rechts rein. Dann gehen wir vielleicht erstmal zum... Nee, ich suche doch erstmal lieber den Marcus, weil ich glaube, die Lilly wird oben sein. Beim Auktionshaus. Ich habe das Gefühl, dass es dort weitergeht. Aber wir gehen dort erstmal. Dieses große, geheimnisvolle Tor. Aha, aha. Alte Frau, was? Was darf's sein? Kaufen, verkaufen. Ah. Das gönnen wir uns mal. Mithril-Speer haben wir schon. Lichtenstab haben wir schon. Mithril-Rote haben wir schon. Feuerstock haben wir noch nicht. Gletscherstock haben wir auch noch nicht. Oh, da wird der Eisra lernen. Sehr schön. Hammermistgabel, Lederarmreif, Hammermetall. Oh, voila. Hammer auch zweimal kaufen. Hammer zweimal. Einmal Stirnband. Das ist jetzt ein Accessoire. Ich mach das erstmal einmal nur. Und den Rest sieht so aus, als hätte man das alles irgendwie mindestens einmal aus. Das Kettenhemd, das haben wir nicht. Okay, gut. Da haben wir ein bisschen was. Deiner, wir gucken gleich mal. Das bleibt bei dir. Oh, Disaster. Das können wir dir auch gleich mal geben. Haben wir jetzt einen neuen Helm? Lernt er noch was? Ich lerne auch noch. Aber hier können wir jetzt was. Oh. Aber ich überlege jetzt gerade. Vielleicht kaufe ich doch noch ein Kettenhemd. Wollte mal kurz gucken. Und gebe das bei... Wenn die Freya wieder auftaucht, dann braucht die das ja vielleicht auch. Hm. Die Frage, ob wir nochmal kämpfen hier jetzt. Ich würde doch erstmal das lieber lassen, weil ich glaube, das haben wir doppelt. Ich lasse das mal kurz so. Obwohl, wartet mal. Nee, mein Freund. Nee. Das ist schon... Ich nehme jetzt mal tatsächlich die besten Sachen hier, weil aus Gründen. So, gehen wir kurz in die Abilities. Ja. Dann haben wir HP plus 10. Und hier verbraucht. Ah, das ist super. Bodyguard brauchen wir jetzt auch nicht. Ein Stärkebonus. Bonus. Bestientöter, was auch immer Bestien sind. Konter wäre auch nicht schlecht. Level Up lasse ich mal weg. So. Dann gehe ich nochmal. Nee, ich gehe nicht speichern. Wir gehen jetzt nochmal mit Oma sprechen. Was ist das da unten für ein Monster? Ach, das ist so etwas wie das Haustierchen von Baron Knight. Er lässt ab und zu ein paar Abenteurer, die sich für besonders stark halten, gegen das Monster antreten. Ist eins seiner Hobbys. Ich will dagegen kämpfen. Nein, ich habe falsch gedrückt. Ich will gegen das Monster da unten kämpfen. Im Ernst? Na, wenn das mal nicht ins Auge geht. Na schön, dann stell dich bitte in die Mitte des Gitters. Ich muss gleich mal die Zeit, um was zu trinken. Oh weh. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Aber Steiner ist zumindest bestens ausgerüstet, aber muss ja nichts heißen. Aber ganz alleine. Ich hasse ja Kämpfe ganz alleine. Ich habe auch den Stärkebonus ausgerüstet, das heißt, er müsste doch richtig reinhauen. Mal gucken, wie viel Aero er abzieht.
Mhm. Also, ich glaube, das kann ich mir total abschminken. Der greift es noch immer an, dann bin ich weg. Wow. Naja, ich will jetzt mal nichts sagen, aber ich glaube, das ist aussichtslos. Ja, ganz knapp überlebt. Ganz knapp. Schade, Steiner, ich hätte es dir gegönnt, aber sollte, glaube ich, nicht sein. War ja wohl vorauszusehen, aber du wolltest es ja unbedingt wissen, nicht wahr? Ja, bla, tschüss. Dann würde ich dem Steiner das jetzt mal wieder wegnehmen. Kannst du mal deinen Weihrauch weiter? Lass mal so. Haftgürtel nehmen wir dir wieder weg. So. Halt dich nochmal schnell hoch. Falterfälle. Schade. Hätte ja sein können. Da müssen wir das wohl zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ich habe jetzt auch keine Lust, Steiner jetzt so sehr hoch zu trainieren, dass er das schafft. Es wäre schon gut, wenn wir Zweie wären. Also wenn Lilly irgendwann mal ins Team käme, dann könnten wir es nochmal versuchen. Herr Mario, wir werden nämlich selbst eines Tages zu Aristomaten und hausen in so einer feinen, teuren Villa. Mario, unsere subversiven Ambitionen darfst du niemandem verraten. Die Gianna. Wahrscheinlich Mario und von hier Gianna von Gianna Sisters, ha? Gibt's hier was zu kaufen? Erstmal klauen wir, dann kaufen wir. Hier die Fressekarte. Das ist auch ein sehr wertschätzender Name für so ein Monster. Manchmal hat man Glück und manchmal findet man ein bisschen Geld oder Schmuck auf der Straße, den jemand verloren hat. Ja, und manchmal klaut man wahrscheinlich einfach, oder? Ha? 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 Du Ganove. Ja, da ist auch jemand. Im Gegensatz zu den prächtigen Villen der Adligen sind unsere Häuser alle baufällig. Manche auch gleich abrissreif. Okay, tut mir sehr leid. Tut mir wirklich leid. Aber spendet ihr trotzdem nichts. So. Wir haben hier die allerbesten Waren. Seht euch in Ruhe um. Naja, sag nur du. Nicht die allerbesten. Schissensten. Nee, das sind die Standardwaren. Ich brauch sie nur gerade nicht. So, ich glaube, hier ist der Marcus rein. Oh, geht denn da lang? Ah. Stimmt. Hier, warte, bleib stehen. Hallo? Oh Gott, wie habe ich den gesprochen? Egal, für einmal aufs Ohr hauen kriege ich aber 100 Gil klar. Nö, kannst du vergessen. Wenn es nichts gibt, dann tschüss. Bark, bist du noch hier? Nope. Ab hier ist irgendwas. Steckbrieflich gesucht. Wer ihn ergreift, erhält 100.000 Gil. Und wen? Na toll. Dieser Kerl auf dem Steckbrief da, der soll vor langer Zeit mal ein Riesenvermögen aus seiner Villa rausgeschleppt haben. Eines Tages drehe ich auch mal so ein fettes Ding, dann tapezieren sie alle Wände der Stadt mit meinem Steckbrief und ich bin berühmt. Könntest ja auch durch Talent berühmt werden. Aber gut, ich sag mal, irgendwo gut einbrechen ist ja vielleicht auch ein gewisses Talent. Vielleicht kein beliebtes, aber so super Talent würde ich damit jetzt nicht unbedingt gehen wollen. Hier stiegen vorhin so ein bärtiger Audegen und so ein finsterer Geselle, der ständig was von und so murmelte die Treppe runter. Das ist eine verruchte Kellnerin. Mhm. Ich habe sie spontan französisch ausgesprochen. Oh, das gibt wieder Klischee-Karma-Punkte. Oder Karma-Punkte für ins Klischee-Tab, sagen wir es mal so. Tut mir leid, aber ohne die Erlaubnis des Wirtes kann ja niemand runter. Gut. Nein, ich will... Ach, scheiße, ich wollte das gar nicht drücken. Naja, gut, wir gönnen es Steiner mal. Wir gönnen es Steiner einfach mal. Ich habe diese Woche witzigerweise nochmal drüber nachgedacht, über meine Partlänge. Ich fühle mich ja mit der Stunde total zufrieden. Und habe so gedacht, wie das für mich wäre, wenn ich nach einer halben Stunde schon aufhören würde. Das wäre jetzt gleich. Und dann merke ich so, nee, es würde sich für mich nicht richtig anfühlen. Ich habe doch heute einer Followerin auch drauf geantwortet zu dem Thema. Was ist geantwortet? Ich habe einfach was dazu geschrieben. Und merke einfach, so eine Stunde ist für mich tatsächlich das Perfekteste. Bitte reg dich nicht wieder so auf. Die 5.000 ziehe ich dir aber von diesem Monat von deinem Taschengeld ab. Ist das ihr Sohn oder ihr Mann? Und sie ist die Haushälterin sozusagen? Okay. Dies hier ist das Auktionshaus von Baron King. Okay. Baron King. So, Lilly, bist du hier drin? Da ist er. Ihr seid ja also Prinzessin. Geil. Ich war ganz in Sorge, dass euch vielleicht etwas zugestoßen sein.
Steiner, wenn ihr ständig wie eine Klette an mir klebt, dann finde ich die Silbernadel nie. Aber Prinzessin, wie könnt ihr nur so von mir? Aber die Silbernadel scheint wohl sowieso nicht hier zu sein. Wo ist eigentlich Markus? Da bin ich leider überfragt. Vielleicht hat er die Silbernadel ja schon gefunden. Was? Ihr folgt mir gar nicht? Wollt ihr, dass ich wieder alleine irgendwohin entschwinde? Nein, mitnichten, Prinzessin. Ich begleite euch selbstverständlich. Ja, Lady, du weißt auch nicht so richtig, was du willst, hä? Diesen Mann, den habe ich doch schon irgendwo mal gesehen. Vielleicht im Schloss. Würde ja Sinn machen. So, hier kann man nämlich mit Steigern Minisit. Elfenohrring. Unes Spiegel. Refleckring. Also den Elfenring fände ich cool. Wir haben echt nicht viel Geld. Muss ich sagen. Wir werden schon am Anfang sehen, wie viel das ungefähr kosten wird. Mal gucken. Ich steigere mit meinen 4544 Gil mal mit. Erstmal müssen wir hier ohne Spiegel eine Mini-Sit verkaufen. Da trinke ich erstmal eine Runde was. Oh. Im Augenblick steht das Gebot bei 2800 Gil. Käst euch aus. Oh Gott, wie lange kann man denn fragen? Er hat hier den Hammer geschlagen. So. Elfenohrring. 1400. Pff. Ach, das wird nichts. Ich lasse die erstmal in Ruhe steigern. Das wird nichts. Das wird viel zu teuer. 800. Gleich mal drüber. Ich weiß gar nicht, ob es weiterläuft, wenn... Nee, wenn ich mitbiete. Mal die überlegen noch. Na, so, jetzt bin ich raus. Nee, ich will auch gar nicht wissen, was es dort noch alles so gibt, weil ich habe sowieso nicht ausreichend Geld. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir in Treno sein werden, deswegen finde ich das... Ach, guck mal, jetzt sind wir ja zu zweit. Wollen wir es doch mal wagen? Kommt. Kommt, wir wollen es noch mal wagen. Das kann ich nicht. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Also wir müssen alles wieder anlegen, aber erstmal müssen wir auch unsere liebe Lilly ausrüsten. Oh, Engel, ja, das ist natürlich dann praktisch. Okay, dann kriegst du das Stirnband. Brauchst du zwar jetzt gerade nicht, müssen wir nur dran denken, wieder abzulegen. Apotheker, das ist nicht schlecht. Und du lernst Ability ab. Das ist bei ihr eine der wichtigsten Abilities überhaupt zum Lernen, wirklich. So. Das können wir ja gleich mal geben. Will mal gucken. Achso, du hast gar nicht so viel. Kann mal alles lassen. Herr Stainer. Jetzt ist wieder das. Bestientöter lass mal. Konter lass mal drin. Und dann Bodyguard wäre jetzt cool. Aber ich würde es gerne mal so lassen. Aber ich errechne mir jetzt trotzdem nicht so viele Chancen, aber ich würde es gerne nochmal zu zweit versuchen. Ich weiß nicht, ob wir zu dritt nochmal hier irgendwie im Team landen werden. Wir schauen einfach mal. Gut, können wir aber hier nochmal speichern. Ansonsten habe ich jetzt meine erste Arbeitswoche wieder geschafft im neuen Jahr. Also es waren jetzt nur 3 Tage davon. 2 Tage an der Schule, 1 Tag in der Geschäftsstelle sozusagen. Haben ganze Teamberatung und so gemacht. Und so, oh Gott, ich bin schon Markus. Markus hat auf mich abgefärbt. Ach so. Ach, nur einer? Nö. Ach, schade. Ich dachte, man kann zu zweit kämpfen. Okay, gut. Dann lege ich euch das Zeug erstmal wieder ab. Für den Fall der Fälle, dass wir doch nochmal spontan wechseln. Ich habe immer so ein bisschen einfach Angst, dass wir wechseln und wieder mit den anderen wieder viel Zeit verbringen. Und mir dann einfach wichtige Sachen fehlen. Das kann ich einfach nicht ertragen. Obwohl, du kannst doch Speisel lernen. Die Katjuscha nehmen wir dir auch mal weg. Das
Die Küstenstiefel wieder. Okay. Ja, Marcus, wir werden dich wahrscheinlich dort finden, wo ich gerade mit Steiner gescheitert bin. Genau. Lass mich durch. Danke. So. Da ist er doch schon. Hallo? Ich muss unbedingt diese Silbernadel in die Finger bekommen und so. Ja, damit können wir endlich Blank helfen, nicht wahr? Also, wann brechen wir auf? Meinetwegen sofort und so. Du bestehst wohl darauf, mitzukommen, oder? Bist du startklar und so? Ich würde mal noch einfach ein paar Vorbereitungen machen. Ich würde gerne noch ein paar Vorbereitungen treffen. Dafür reicht die Zeit dann noch, oder? Ja, ich denke schon, aber beeil dich bitte. Ewig können wir auch nicht warten und so. Weil ich würde tatsächlich gerne nochmal eine Runde Karten spielen. Weil ich weiß nicht, ob das danach noch geht. Ja, lass uns mal spielen. Ich habe mir das nochmal nämlich aufgeschrieben mit diesen Werten hinter den... Also der erste Wert vorne ist, also M ist ja magisch, P physisch, habe ich noch aufgeschrieben. A und X ist, warte mal, A war glaube ich beides und, oder A der höchste und X dann beides, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall bestimmt die erste Zahl diesen zweiten Wert, also ob das jetzt eins, also eins Stärke für physisch oder eins Stärke für magisch, hier in dem Fall 0. Und die erste 0 hinten ist für... physische Abwehr meiner Karte und die zweite ist magische Abwehr meiner Karte, oder? Kann das sein? Und es wäre jetzt gut, vom Angriff etwas zu wählen, wo vorne eine 1 steht. Das wäre zum Beispiel gut. Hat zumindest zwei Einsen. Da würde ich nämlich das auch noch wählen. Mein X, aber ist alles 0. Das ist schade. Kann ich das machen? Hinten aber nichts. Guck mal, ob ich noch was Besseres finde. Okay. Dann nehmen wir mal. Wen hat man jetzt? Mit dich, ne? Und dann nehme ich jetzt mal ihn mit. Einfach mal aus Prinzip ihn mit X rein. Ich guck doch mal nach, was das mit X war. X. Greift die Karte sowohl magisch als auch physisch an. Jedoch greift die dann die Karte automatisch den niedrigen Wert des Gegners an. Von der. Versuchen es einfach. Oh, natürlich bin wieder ich dran. Ich möchte nicht. Wir machen einfach mal das hier unten jetzt in die Ecke. Oh. Der hat ja gute Karten. Nehmen wir jetzt mal. So. Das kann ich ja sowieso machen, weil... Okay, aber ist doch schön. Kann ich doch die nehmen, weil dann doch dort nichts weitergeleitet werden kann, oder? Macht das Sinn? Keine Ahnung. Das war wahrscheinlich nicht so schlau, oder? Schade. Ah, egal. Ich habe auch am Ende noch nicht mal so gut überlegt. Ja. Ach, nö. Kann ich jetzt nicht ändern. Sorry, dass ich mich wieder mal blamiert habe, aber es ist mir auch wurscht. Ich wollte doch wieder rein. Ich mache so keine Revanche, weil er hat mir irgendwie zu gute Karten. Meine Bomberkarte ist schon ein bisschen schade jetzt. Das ist aber auch so typisch bei mich, wenn ich solche Spiele spiele. Ich spiele dann irgendwann und am Anfang denke ich noch mit und gegen Ende dann höre ich auf zu denken. Und ja, es, wie gesagt, es wird sich nicht ändern. Ich werde mir die Regeln immer wieder mal angucken und das versuchen zu verstehen. Deswegen habe ich ja gesagt, ein Kartenspiel pro Part. Aber wie gesagt, bitte erwartet dann nicht zu viel. Na, dann wollen wir mal gehen. Prinzessin. So, wartet doch bitte. Der Chef wartet schon und so. Chef? Du meinst euren Chef? Na, wen denn sonst? Es gibt nur einen Chef, den wir Chef nennen und so. Macht Sinn. Okay. Prinzessin, so wartet doch bitte. Ihr wollt doch nicht den Worten dieser Diebe glauben. Die ganze Sache ist sicherlich alles nur eine hinterhältige Falle. Gibt's hier irgendwas? Nö. Außerdem geziemt es sich für eine edle Prinzessin wie euch nicht, an einem schändlichen Diebstahl beteiligt zu sein. Wenn ihre Majestät die Königin von dieser Sache erfährt. Ja, also die macht andere bescheuerte Sachen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also die braucht sich gar nicht aufspielen, wenn sie das jemals erfährt. Wollt ihr wirklich mitkommen, Prinzessin? Ich meine, schließlich ist es ja unbefugtes Betreten und Diebstahl. Natürlich komme ich mit. Ich muss ja schließlich darauf aufpassen, dass ihr wirklich nur die Silbernadel mitnehmt. Schlau, schlau. Na prima, können wir dann und so? Hey, ich komme auch mit. Es ist nämlich meine Pflicht, darauf Acht zu geben, dass ihr nicht gar noch versucht, die unschuldige Prinzessin vom Pfad der Tugend abzubringen.
wenn es dir denn Spaß macht und so. Deine Pflicht, sagst du also, ist das alles, woran du denkst? Hast du gar keinen eigenen Willen? Machst du dich etwa über mich lustig, Kerl? Es ist mein eigener Wille, die Prinzessin nach Alexandria. Ich dachte, wenn du mit Zidane durch die Lande ziehst, kriegst du eine neue Perspektive auf alles, aber... Dein eigener Wille? Ich bezweifle, dass du sowas überhaupt hast, aber naja. Was fällt dir überhaupt ein? Hört auf damit. Lasst uns lieber endlich aufbrechen. Ich finde das Witzige bei Steiner ist ja eigentlich... Ist der echt putzig und eigentlich nervt er auch total. Aber ich muss sagen, ich mag den trotzdem total auf seine Art und Weise, wie der immer hüpft und wie der scheppert und was auch immer für witzige Streitereien entstehen. Also es nervt mich bei dem witzigerweise nicht. Da gibt es manchmal in Spielen andere Charaktere, wo ich sage, halt einfach deine Schnauze. Das ist bei dem nicht so. Wo geht's denn jetzt hin? Ach, wechseln wir jetzt? Nee. Ach, Kuya, du bist so schön. Mit Verlaub, darf man fragen, wie es in Bomekia gelaufen ist? Ach, gar nicht mal schlecht. Nur der Gestank dieser schmutzigen Ratten und der ekelhafte Anblick dieser fetten Elefantendame, Rain, war etwas zu schwer zu ertragen. Genauer gesagt, eine regelrechte Beleidigung für meine feine Nase und meine empfindlichen Augen. Leider blieb euch dies nicht erspart, nicht wahr? Eigentlich würde ich noch ein wenig im schönen Treno verweilen, um den Gestank dieser Ratten abzustreifen, aber leider muss ich mich auf Rattenjagd in die... Aber leider muss ich auf Rattenjagd in die Wüste. Das heißt, ihr brecht nach Clara auf. Ja, trifft bitte die nötigen Vorbereitungen. Sehr wohl, ich werde mich sofort darum kümmern. Ist das hier dein Reich? Bist du der Baron? Ach, übrigens, hast du gesehen? Heute hatten wir einen ganz bezaubernden Gast. Was meinst du? Einen bezaubernden Gast, meint ihr? Wohl eine Dame, die euer Wohlgefallen fand, wie ich vermuten darf. Ganz recht. Sie fand mein Wohlgefallen. Diese bezaubernde Taube, der ich nachjage, kommt also von sich aus zu mir geflogen. Er meint Lilly, ne? Dass du mir gerade hier zugeflogen kommst, ich denke, von heute an darf selbst ein Skeptiker wie ich ruhig an das Schicksal glauben. Aber noch ist es zu früh für dich, deine zarten, kleinen Flüglein auszuruhen, hörst du? Nee, hört sie nicht. Die ist nämlich gerade ganz weit unten. Dein Nest ist nicht hier, meine kleine Taube. Dreh um und flieg also geschwind zu deiner Mutter nach Hause. Sie erwartet dich schon sehnsüchtig. Hard cut. Aber wirklich so ein harter Schnitt. Flieg, mein Täubchen, flieg. Und auch ich werde dich dort erwarten, um dich liebevoll in Empfang zu nehmen. Ich, bin gespannt, wie liebevoll er es meinen wird. Ich mag das eher zu bezweifeln. Oh, so eine schöne Fahrt hier, wie mit Kratos und Atreus. Was trinken hier? Ach, so ist eine kleine Romanze zwischen den beiden, oder? Kann das sein? Weiß ich eigentlich, was ich tue? Mit Diebesgesindel Hand in Hand arbeiten, so weit ist es schon gekommen. Verdammt. Muss stark sein, Adelbert Steiner. Die Prinzessin wohlbehalten ins Schloss zurückbringen. Das ist meine Aufgabe. Außerdem glaube ich einfach nicht, dass die Königin zu unrechten Taten fähig sein soll. Setz mal deine rosa-rote Brille ab, ey. Meine Güte. Bestimmt handelt sie aus höheren Motiven. Ja, andere Menschen übelst abzuschnetzeln. Tolle höhere Motive, ganz toll. Habe ich keine eigene Meinung? Ja, das ist tatsächlich so. Unsinn. Das ist purer Unsinn. Leugnung. Wie sollte auch ein einfacher Soldat, wie ich es bin, majestätisches Genie verstehen können? Die Worte eines Räubers können mir sowieso gestohlen bleiben. Lediglich die Prinzessin wohlbehalten ins Schloss zurückbringen. Endlich bin ich diesen Kerl los. Ja, was für ein furchtbarer Kerl, dieser elende Entführer und Räuber. Zidane ist eine unmögliche Person. Er hat mich behandelt wie ein kleines Kind. Finde ich jetzt nur mittelmäßig, also nicht immer. Der hat dich auch echt viel gepusht, muss ich mal sagen. Und am Ende war er dann auf immer sehr beschützend, auf einmal als es um Bomekia ging. Aber ansonsten, finde ich, hat er die eigentlich immer unterstützt. Deswegen, Lilly, ich finde, da kann ich nicht ganz hinter dir stehen. Und seltsam, dass ich dann trotzdem hier nach der Silbernadel suche. Aber warum tue ich das hier dann überhaupt? Um Blank zu retten? Vielleicht, weil er mich gerettet hat? Einfach, weil du so eine Guttäterin bist.
Ja, das muss es sein. Eine Hand wäscht die andere. Eine Selbstverständlichkeit. Aber ich habe bisher noch nie so gehandelt. Und du warst ja auch wohlbehütet im Schloss. Glaubst du wirklich, dass wir hier die Silbernadel finden? Hör auf zu meckern und such lieber und so. Ach, wir sind jetzt in der Schmiede. Okay. Hm? Da kommt jemand und so. Oh Gott. Das sieht aus wie diese Brillen, die man sich so komplett mit Nase aufsetzt. Gelehrt aussehender Mann. Ah, wie dumm, wie dumm. Gerade in einer prächtigen Vollmondnacht wie dieser, in der sich einem einmalige astronomische Beobachtungsmöglichkeiten bieten. Gerade heute muss mir die Tinte ausgehen. Wo habe ich bloß das Ersatzfässchen? Und was jetzt und so? Okay, Lilly. War irgendwie komisch. Moment mal. Prinzessin, was habt ihr vor? Nanu? Aber das ist doch... Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, nicht wahr, Professor Toto? Ach, von dem haben wir doch gelesen in der Bibliothek von Alexandria. Prinzessin? Ja, kann ich denn meinen alten Augen trauen? Professor Toto? Bei Toto muss ich immer an den Hund von Zauberer von Ost denken, es tut mir leid. Professor Wernz so? Professor Toto war der Hauslehrer der Prinzessin. Der Professor ist eine der größten Kapazitäten auf dem akademischen Sektor, eine wahre wissenschaftliche Koryphäe. Solch furchtbar steife und lobende Worte, die können doch nur aus dem Munde des Hauptmanns Steiner kommen, nicht wahr? Doch redet bitte leiser, der Ladenhüter könnte uns hören. Aber Prinzessin, darf man fragen, was er hier überhaupt tut? Dies zu erklären würde zu lange dauern. Aus einem bestimmten Grund sind wir auf der Suche nach der Silbernadel. Bitte versteht, wir wollen den Gegenstand nicht stehlen oder ähnliches. Es ist nur so, dass wir in einer ausweglosen Lage sind und... Ist da unten jemand? Oh. Ihr solltet von hier verschwinden und keine Sorge, die Silbernadel überreiche ich euch später. Wenn ihr vom Stadttor Trenos aus nach links geht, folgt ihr dem Weg einfach so lange, bis ihr vor einem großen Turm angekommen seid. Und genau dieser Turm ist mein Zuhause. Ich werde die Tür offen stehen lassen. Tretet einfach ein, bis nachher also. Verstanden. Wir ziehen uns erstmal zurück. Vielen Dank, Professor Toto. Bis nachher. Ach so, ihr seid es bloß, Professor. Ihr entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten. Mir ist nur mitten beim Kartografieren die Tinte ausgegangen. Gut, aber seid bitte vorsichtig. Wenn hier was kaputt geht, muss ich das nämlich ausbaden. Prinzessin. Okay. Und hat dieser Professor Popo... Hat dieser Professor Popo nun die Silbernadel rübergeschoben? Der Professor Toto und so. Hatschi! Mir egal, ob Toto oder Lotto. Okay, alles klar. Auf jeden Fall ist das eine beschämende Sache für Tantalus. Naja, so wie es aussieht, wirst du wohl noch eine Weile den Babysitter spielen müssen. Echt, oder? Klar, oder glaubst du, Professor Dudu gibt dir die Silbernadel, wenn Garnet nicht dabei ist? Also Prinzessin, ich verlasse mich darauf, dass Professor Bobo die Silbernadel rausrückt. Bobo, Toto, Bubu, wie jetzt noch? Der Professor hält immer sein Wort. Gut, dann schlaft erstmal. Dieser Professor Risotto wird wohl eine Weile brauchen. Geil, ich liebe ja sowas. Richtig dummer, stumpfer Humor. So, trink nochmal was. Barks Vertonung geht mir doch immer etwas auf die Stimme. Ha, jetzt gucke ich mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind bei 49 Minuten ungefähr. Wenn ich jetzt zu Professor Bobo gehe, wird dort, denke ich mal, die Hauptstory, also denke ich, ich weiß es ja, wird die Hauptstory dort weitergehen und ich habe keine Ahnung, wie lang das gehen wird und wann wir das nächste Mal speichern können. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich speichere erstmal. Ob ich sage, ich mache das jetzt noch? Und selbst seit der Part wieder ein bisschen überlänger. Oder ich sage, ich mache beim nächsten Mal weiter und wir überlegen uns jetzt noch was, was wir jetzt noch den restlichen Part machen könnten. Wir könnten noch ein paar Kämpfe mitnehmen. Aber unten in dem scheiß Wald. Ne, da mache ich das aber nicht im Wald. Haha, ich habe die Idee. Wir gehen nicht in den Wald, weil da ist es... Ne, das war letztes Mal einfach zu anstrengend. Und wir gehen unten einfach ein bisschen auf die Wiese. Und können nämlich noch ein paar Kämpfchen machen und noch ein paar Abilities lernen, ha?
Das passt doch. Das ist doch gut. Dann können wir nämlich in Ruhe das nächste Mal hier die Story weitermachen, weil ansonsten fühle ich mich wieder unter Druck gesetzt, hier einen Speicherpunkt zu finden. Dann würde ich nochmal fix die Leutchen ausrüsten. So, da werde ich nochmal gut bestückt. War hier das, was ich wollte? Ja, du kriegst jetzt hier die Osala-Armreif, Baumwollkleid und die Katjuscha. Du bekamst von mir das Kettenhemd und den Kraftgürtel. Und dann gehen wir mal in die Abilities. Nay. Pega kannst du mal nehmen. Ability ab. Ehrlich, du nimmst die AP plus 10, das schadet nicht. Stärkebonus kann man machen, aber da sind denen seine MP dann ganz schnell aufgebraucht. Das Level up auf jeden Fall. Arconta wäre auch nicht schlecht. Nimm ich den Bestientöter mal raus. Achso. Meine Tontauben noch raus und mach mal. Arconta. Gut. Haben wir noch ein paar Kämpfchen, ja? Kann ich mir noch ein bisschen erzählen nebenbei. Wieder fleißig gespielt. Brav Elden Ring, Lies of P und Rise of the Tomb Raider und Super Mario. Ich mach das immer so ein bisschen im Wechsel. Mache ich ja, wie gesagt, meistens abends. Und zwischendrin, wenn ich mal doch mal kurz Zeit haben sollte, aber es ist tatsächlich eher abends. Und dann mache ich immer ein Stückchen so. Ich glaube, bei Elden Ring zum Beispiel, dass ich mal einen Boss lege und dann mache ich erstmal Rise of the Tomb Raider weiter, dass ich so ein paar Sachen dort suche in den Feldern dort und ein bisschen mit Story weitermache. Und das passt eigentlich ganz gut. Normalerweise fühle ich mich immer überfordert, wenn ich so viele Spiele parallel habe, aber tatsächlich stört mich das dort gerade nicht so richtig. Und noch bei Lies of P bin ich gut vorangekommen. Da hatte ich beim letzten Boss tatsächlich Gott sei Dank nicht ganz so viele Probleme wie bei dem davor. Und ich habe jetzt auch Wurfobjekte für mich entdeckt. Voll gut. Also helfen doch sehr, wenn man sie einfach mal nutzen würde. Da ist mir das letzte Mal übrigens aufgefallen, dass ich den Namen von denen gar nicht vorgelesen habe. Das sind nämlich die, Moment, sag ich euch gleich, die Rakadus oder Rakadus, Rakadus? Desaster. Denkt, was, können wir uns ja mal angucken, oder? Haben wir das schon? Nee, das haben wir uns schon mal angeguckt, oder? Nee, ich mach das gleich mal. Genau, und da denke ich mal, da werde ich, also wie Elden Ring wird ja noch ewig dauern. Das ist, das wird mal eine Frage von Monaten gefühlt sein. Lies of P, ne, habe ich ja gesagt, bis Ende Januar. Super Mario, naja, das wird auch nicht ewig dauern, bis ich das fertig habe. Und Rise of the Tomb Raider lässt sich ja auch relativ schnell hintereinander wegspielen. Ich habe übrigens, weil ich gesehen habe, dass jetzt im Januar der neue Teil von Prince of Persia kommt, der so Sidescrolling-mäßig ist, weiß ich nicht, ob ich mit denen zulegen werde, weil die Art von Spiele ist tatsächlich nicht so meins. Aber das hat mich wieder daran erinnert, wie sehr ich das Prince of Persia Reboot musste. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt und wer das damals... hab ich musste gesagt? Ich wollte eigentlich mochte sagen. Ich weiß nicht, wer das Spiel von euch kennt und auch aktiv gespielt hat. Ich habe damals die originale Sands of Time Trilogy gespielt und hat mir gut gefallen. Ich glaube, der zweite Teil am besten, dann den ersten, dann den dritten. Okay, es werde Licht, hat er gelernt. Können wir gleich mal gucken. Kann ich austauschen können. Ach nee, du hast ein Level up. Gut. Helma hier eine Runde. So. Und die Kritiker fanden damals dieses Prince of Persia Reboot, glaube ich, okay. Die Fans fanden es, glaube ich, insgesamt eher nicht so gut. Ich muss sagen, mir hat das total gut gefallen. Ich mochte den Artstyle, ich mochte die Story, ich mochte die beiden Charaktere, ich mochte auch das Gameplay. Ja, es war teilweise etwas repetitiv und so, aber ich habe das total gefeiert und habe auch schon seit Ewigkeiten mal überlegt, das mal wieder zu spielen. Und habe ich so gedacht, okay, vielleicht wäre es die Zeit auf dem Steam Deck. Und nein, ich habe es mir noch nicht gekauft, obwohl es im Sale war für 3 Euro oder 2, ich weiß gar nicht. Habe gedacht, das gönne ich mir wahrscheinlich, wenn ich mit der Tomb Raider Trilogy fertig bin, weil da hätte ich tatsächlich mal Bock. Und ich spiele ja auf der PlayStation gerne meine Rollenspiele. Aber auf so Handhelds wie Switch oder Steam Deck tue ich dann auch gerne mal so Action-Spiele spielen oder sag ich mal Adventure-Spiele. Vor allem auch Spiele, die ich vielleicht nochmal spielen möchte. Und deswegen habe ich mir das schon auf meine Liste geschrieben. So. Mal gucken, wie viel wir trainieren. Ich denke mal so, bis das knappe Stündchen hier voll ist. Die Schokobo-Karte zeigt es übrigens oben nicht mehr an. Die ist dann irgendwann weggegangen, ist mir aufgefallen. Ansonsten hatte ich mir für diese Woche noch fest vorgenommen, dass ich mal wieder Sport mache, weil, naja, wie es so um die Weihnachtszeit ist, davor, danach, währenddessen schläft es immer so ein bisschen ein. Ich habe immer mein Ziel, um einmal pro Woche zum Sport zu gehen. Das klappt doch immer ganz gut. Ich bin eben überhaupt kein Sportliebhaber.
Und jetzt ist ja schon wieder Freitag und ich habe mir so gedacht, aber ins Fitnessstudio, hat schon gekillt, ich hab heute Nachmittag nochmal Leute zu sehen. Da habe ich dann gesagt, gut, du gehst nicht ins Fitnessstudio, hat heute ein bisschen eher Schluss gehabt, aber du machst zu Hause noch ein paar Workouts. Da habe ich mir 3 kurze Cardio, irgendwas Workouts rausgesucht. Ich mag das immer so mit Musik, ich suche mir dann immer hier irgendwie von Blackpink irgendein Workout raus. Das ist ganz lustig, die gehen immer so 10 bis 15 Minuten, macht mal so einzelne Übungen, die ich auch schaffe. Und danach habe ich noch ein Yoga von Mady Morrison gemacht. Die mag ich auch ganz gerne. Mache ich eher selten, aber heute war mir danach. Und da bin ich noch meine Stunde gekommen und habe gesagt, sehr schön, fürs Gewissen hast du heute noch mal Sport gemacht. Und danach habe ich mich an meinen YouTube-Kram rangesetzt, habe noch die Shorts geschnitten vom 12. Part und dann alles kleiner hochgeladen. Genau, das war dann das, was ich dann heute Nachmittag noch geschafft habe. So, ich hatte nämlich heute auch ein bisschen eher angefangen mit Aufnehmen. Deswegen habe ich nämlich heute einen schönen langen Abend für mich und meine Spielereien. Also das ist ja auch für mich und die Spielereien, aber ist ja nochmal in Anführungszeichen Arbeit. Das klingt immer so ein bisschen blöde, aber wenn ich spiele, dann labere ich ja in der Regel nicht die ganze Zeit so konzentriert. Also ich labere auch, wenn ich privat spiele, das ist manchmal anstrengend. Aber hier fokussiere ich mich ja nochmal drauf und ist trotzdem eine Mischung zwischen, ist es mein Hobby, es macht Spaß, aber für mich ist es trotzdem irgendwie auch so eine gewisse Arbeit und das danach schneiden ja sowieso ab. Wem erzähle ich das? So, du Kleiner hier. Ja, Monstervielfalt ist jetzt hier nicht so mega gegeben und wie gesagt, ich gehe in den Wald nicht nochmal rein. Ich hatte echt am Anfang nochmal überlegt, Mensch, starte ich den Part im Wald und wir gucken nochmal irgendwie, ob wir dieses zweite Event auslösen, aber diese Mantagoras, die waren so assig gewesen und da hatte ich auch irgendwie so ein Problem gehabt. Das war eben auch im letzten Part, glaube ich, oder nee, das war nicht im letzten Part, das war vorne, als ich nochmal kurz, ich hatte ja überlegt, ob ich euch sozusagen reinhole, wenn ich dieses Event ausgelöst habe. Und da kamen diese Mantagora und ich konnte von denen einfach nicht fliehen. Das war total komisch. Das ging einfach nicht. Ich habe das bestimmt 5 Minuten auf doppelter Geschwindigkeit gemacht und die sind einfach nicht geflohen. Total bescheuert. Aber gut, wer weiß, was das war. So, ich würde sagen, wir machen den Kampf jetzt noch und dann hat die Lilly nämlich auch das Zeug gelernt und dann gehen wir zu unserem Mokri und dann speichern wir und dann geht's das nächste Mal mit unserem Professor Toto, Popo, wie hat er noch genannt, Risotto, ich weiß gar nicht, er hat viele Namen genannt, ja, machen wir dann dort bei dem weiter und dann werden wir, glaube ich, die 3 noch ein bisschen begleiten und dann dürften wir wechseln. Ich dachte echt, als wir das letzte Mal zu denen gewechselt sind, dass das echt nur ein kleiner Story-Abschnitt ist, aber der ist tatsächlich dann größer, als ich eine Erinnerung hatte. Aber ich finde es nicht schlimm, weil ich zeige hier immer auf die Leute, das seht ihr ja gar nicht, weil die dann nämlich mal ein bisschen trainiert haben. Das ist nicht das Schlechteste. Aber der Stab von Lilly und auch von Steiner sieht mal richtig schicki aus, ne? Spinne. Tschüss. Ich frag mich, wie Blank auch sieht. Marcus. Lilly hat die Augen zu, Marcus hat was davor, außer Steiner guckt uns ganz böse und tadelt an. Ich habe ja mal ein bisschen Angst vor dem, wenn er so guckt. Sieht doch so eine Flunsch. Weiß nicht, Steiner, ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir dich einfach mal operieren lassen, dass du immer lächelst. Joker oder sowas. So. Hat die jetzt was gelernt gehabt? Ich glaube, Götterspeise, ne? Ach, das Lied hier in Treno ist einfach so cool. Es passt so gut. Es ist jetzt nicht mein Lieblingslied, aber das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Das ist Wahnsinn. Ja, du Kotzer. Bäh. Klingt übelst. Der Hund ist so süß. So. Und mein Zelt. Aber eigentlich nicht, oder? So. Dann, lieber Mokri, speichern mal für uns. Mal auf den gleichen speichern. Da haben wir es geschafft. Dann, meine Lieben, ich bedanke mich wieder mal herzlichst bei euch und ich denke, im nächsten Part werden wir auch die andere Truppe wieder treffen und da werde ich dann auch mal nach der Kuponus und so gucken. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und ich hoffe, ihr hattet wieder etwas Spaß beim Zuschauen, Zuhören, was auch immer. Und wir sehen uns bald. Macht's gut. Euer Otherside. Tschüss.